Der Tag fing so schön an. Rainer, wie geht's dir? Gut, die werde ich nicht finden, die Rechnung, die ist weg. Wer keine Mahnung schickt, der kommt in die große Auslosung zu Weihnachten. Ich gehe jetzt nach Hause, hab die Schnauze voll. Wie lange warst du heute hier? Eine Viertelstunde ungefähr, oder? Ja, 13 Minuten. Na? Deswegen gehe ich jetzt, ich habe genug getan. Ja. Ich bin ja auch nicht so hoch bezahlt wie du. Tschüss. Tschüss. 6x6. Draußen ist 8x4. Was sagt uns das? Können wir so einsetzen? Nee, können wir nicht so einsetzen. Und wenn das hier richtig fest ist in der Mischung, werden wir die alte Halterung mit der Flex wegholen. Darf ich flexen? Oh, ich kann ja Blut sehen. Da habe ich gesagt, 6x8. Und die sind 7x7. Also müsste ein Zentimeter wieder weg. Die müssen weg. Wenn die draußen wäre 8x8, die 7x7. Abflexen, rein. So, mal kann ich ja gucken, wie was. Ja, also. Moin Alex. Kevin, du Leistungsträger. Hast du heute noch, musst du nur mal eben kurz vorbeizukommen, damit wir was abtalken können. Nur wenn du richtig Bock hast, okay? Ja, okay, bis gleich. Ciao. Tschüss. Willst du was in die Kamera sagen, Jutta? Was soll ich dir denn sagen? Ich komme morgen wieder und mache lustigen Sport. Ist das okay? Das ist super. Ja, dann mache ich das auch. Als Schokohase. Ja, als Schoko. So, Kevin, du bist jetzt live drauf hier. Ich freue mich, bei den jungen Damen zu sein. Heute stehen ganz große Aufgaben an. Hoch- und Tiefbau wird eingesetzt. Ich kann nur sagen, ne? Sei schlau, geh zum Bau. Viel Glück. Kann man die nicht wegflexen vielleicht? Du kommst doch zu deinem Flexen. Ich kann auch mal versuchen, dagegen zu springen, wenn du möchtest. Kannst ja probieren. Kommt gegen. Ein guter Handwerker ist immer lösungsorientiert und sieht die Probleme eigentlich nicht, sondern sieht eigentlich nur Lösungen. Vielleicht springe ich nochmal gegen, jetzt wo Kevin nicht da ist. Damit ich einen Beweis habe, dass ich auch mal gearbeitet habe. Deswegen läuft die Kamera, Fred. Und ich springe jetzt nochmal gegen. Nicht so gut wie ab. Der einzige Funken Hoffnung ist, dass Kevin eine kleine Flex hat. Ich habe die letzten Tage mal Finn Kliman geguckt. Kennst du den? Ja. Ja, ne? Ja. Rainer kannte den nicht, der Banause. Ich suche den vergrabenen Tura-Schatz. Er macht sich, ne? Er macht umso sich. Umso tiefer er kommt, umso mehr Erfahrung hat er. Ja. Mann! Hier sind Äste, das ist eine Scheiße. Bloß ich habe meine 60 cm schon fertig. Nee. Quatsch. Doch irgendeiner früher gefuscht, oder nicht? Ja. Machen wir heute auch ein bisschen Fusch. Solange Rainer da nicht da ist, nicht. Nee. Der gesagt das ungern, aber ich glaube, meine Berufung ist hier auf dem Bau und nicht im Büro. Guck mal. Mann! Flexen? Da müsste ich einen holen. Die Dinger auf. Geil. Eine Schutzbrille aufsetzen, ne? Safety first. Über meine normale Brille rüber. Sehe ich gefährlich aus? Du hast die Wasserleitung getroffen. Was ist das denn? Kevin, ich fühle mich unsterblich. Try to play me, but you tried it. Way too wavy, gotta ride it. Eine gewisse Routine jetzt schon. Ja. Oh, Wahnsinn. Habe ich mal eben gemacht. Kevin hat mich super angeleitet. Wahnsinn. Ich habe eine Schutzbrille extra auf, damit ich professionell aussehe. Und das mal eben gemacht mit Kevin. Kevin Appelhoff, meine Damen und Herren, tragende Rolle hier im Verein. Ja. Kevin, Feedback für mein erstes Mal. Wunderbar, hat super geklappt. Morgen maximal eine halbe Stunde. Nicht viel länger. Rainer, du bist auf der Baustelle heute. Endlich bist du da. Von dem wird heute alles mal geregelt, fertig gemacht. Hast du die Bauaufsicht heute? Ja, ich mache die Bauaufsicht. Die Verantwortung trägst du? Ja. Und einen Pfeiler. Und zwar, damit das hier geordnet zugeht.
damit jeder weiß, woran er ist. Ah! Mann! Das ist aber richtige Kacke. Ja. Eine geile Aufnahme. Der ist scharf. Der Bohrer. Wie wäre das, wenn wir hier mit einem Zollstock und Wasserwaage einen Strich machen und das hier einmal abflexen? Hier wird nichts abgeflext. Willst du mal bohren? Alex, möchte ich jetzt bohren? Da ich Bauleiter bin, bin ich sehr gut vorbereitet. Der Verbandskasten. Und was gar nicht fehlen darf, der 13er Schlüssel ringt Maul. So, jetzt kannst du losgehen. Das ist ein Assi, ey. Das ist ein Mensch, du. Also, streichelt er, das Metallklinglaufs. Reichte mir Verbandskasten und 13er ja, Schlüssel. Wunderbar, genau. Und was haben wir da raufgeschrieben? Das ist geheim, das sag ich nicht. Steht da echt was drin, ne? Da steht was drin. Das macht man echt jetzt, ohne Scheiß? Ja, sicher, das bringt noch Glück für den Verein. Okay. Wenn ihr da reingeschrieben habt, dass ich ein Eierkopf bin und nicht nichts kann, ne? dann wäre ich aber richtig so. Baue ich das Ding hier morgen wieder ab. Dieser Glück, dass ich Gurte mitgebracht habe. Im Alter benötigt man ab und zu Hilfsmittel. Ist das so? Ja, und ich nehme die Gurte. 8 Tonnen, sag ich nur. Das ist einfach so bescheuert, ne? Du sollst ja was fürs Leben mitnehmen. Du hast einen pädagogischen Auftrag, kann man quasi eigentlich sagen. Könnte man auch sagen, ja, aber du weißt ja schon sehr viel. Den Revolver. Krokodil, ja? Ist noch was? Zeig nochmal. Die Nase. Das Loch kommt da. Rein damit. Love interrupted by tragedy. Hier schon verkratzt die Scheiße, du Mann! 100% wäre keine Möglichkeit mehr, sich weiterzuentwickeln. Running in search of the penalty. Trying to find her place. Wahnsinn. Frau, nicht wo ich die her habe. Das ist eine andere Geschichte. Die hast du geklaut. Erstmal Nachschub auf der Baustelle. In drei Richtungen muss das ja vage sein. Wie viel? Gell? In drei Richtungen. Rechts, links, oben, unten. 4. Ich sehe aus wie ein Schlumpf. Kann mir das mal irgendjemand sagen? Du siehst gut aus. Mit der Mütze siehst du sexy aus, finde ich. Findest du? Ja. Jetzt will ich dir mal zeigen, wie man mit einer Flex umgeht. Ich habe gestern mit Kevin schon ein bisschen was gelernt. Und heute machen wir mal richtig Schwermetall. Und ich gehe davon aus, dass du das schaffst und auch gut machst. Okay? Ich halte nur mal so vorsichtshalber mit fest. Hast du am besten mit Fuß abstützen. War das für Linkshänder eingestellt, oder was? Fuß rauf. Alles klar. So, du hast zwar keine Sicherheitsschuhe an, sieht ja keiner, ne? Nee. Safety first. Fang an. Halt rauf. Oh, Funken! Oh! Da kommen richtig die Funken, hast du das gesehen? Ja, das ist wieder. Das Ding mal eben so flexen. Das ist Schwermetall, das ist Heavy Metal. Scheiß die Wand an, ey. Das ist Heavy Metal. Aber ich hab's gemacht. Einfach hier schleifen. So, hier so, ja. Hier so daneben. Zum Beispiel, ja. Ja. Das ist mein Arm. Guck dir das mal an. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, sieht gut aus. Ja, sicher. Das ist auf Hochglanz poliert. Ja, sicher, ja. Kannst du im Auto auch machen? Schön mal den Nachbarn gefallen tun. Ja, lass mal das Auto poliert. Ich hab mein Auto entlackt. Oh. Oh. So, Rainer. Baustelle hier beendet. Baustelle. Ist fertig. Jetzt kommen die Feinheiten. Wir haben natürlich wieder kein Vorher-Nachher-Bild, aber mit so einem Kram wollen wir auch nie anfangen, richtig? 9 mal eben hingestellt. Wir können ja so wieder mal so tun, ne? Das ist der alte Kasten. Ne? Kannst du einmal eben vor den alten Kasten einmal stehen? Das ist hier der alte Kasten, der taucht nichts. Okay. Das klingt auch nicht gut. Okay, und der neue? Jetzt gehen wir jetzt, der neue Kasten ist auf der anderen Seite. Okay? Hier ist der neue Kasten. Das ist schön geworden. Man sieht es ja auch, der ist schön geworden. So, es wäre natürlich keine Baustelle im Finn-Kliman-Style, wenn ich jetzt noch einen Song kommen würde. Deswegen machen wir jetzt einen. Ich habe die letzten Tage mal auf Finn-Kliman geguckt, kennst du?
Mike, check, Zeit für ein Rap. Song und Baustelle, Finn, Kliman, Konzept. Keine billige Kopie, sehr gedacht als eine Hommage. Ein Verein ohne Schaukassen ist echt am Arsch. Super viel ist sinnlos, aber garantiert nicht vereinsinterne Infos. Komm vorbei, guckst dir an, echter Blickfang. Kurz mal aufgebaut bei bestem Bremer Wetter und der Welt gezeigt, so flex man als Rapper. Mach das weg mit der Flex, bau den Beat, schreib den Text. Diese Investition hat sich jetzt schon gelohnt. Tura Click and Meet für Information. Abonnier mal den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Denn wie du siehst, Tura hat was auf dem Kasten. Eins ist mal sicher und du weißt es genau. Sei schlau, geh zum Bau.